Ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal ziemlich ungewöhnlich und zwar aus meinem Urlaub. Ich habe tatsächlich mal keinen Metalldetektor dabei und hatte hier eine schöne Zeit in Italien, in Bibione. Und es ist viel passiert in Nordrhein-Westfalen. Es gab eine schlimme Katastrophe in Sachen Unwetter und ganze Dörfer sind weggespült. Es gab viele Tote, eine ganz schlimme Geschichte. Und jetzt habe ich gerade erfahren, dass auch ich betroffen bin und habe Bilder bekommen. Mein Büro ist im Souterrain, da steht auch das Wasser drin, also ich weiß noch nicht, wie das alles weitergeht. Bin da echt mal gespannt, denn den Urlaub brechen wir jetzt ab und fahren schon früher zurück. Und dann gucken wir mal, was mich in Köln erwartet. Ich bin echt gespannt und klar, es gibt Schlimmeres. Menschenleben zu verlieren, das ist natürlich absolut das Schlimmste, was geht. Da bin ich dann noch glimpflich davon gekommen, aber trotzdem weiß ich noch nicht, wie alles weitergeht. Also wie schlimm der Schaden im Büro ist, ob wir noch schneiden können und so weiter, wie es beruflich weitergeht. Das müssen wir alles mal gucken. Außerdem, mein geliebter Youngtimer steht in der Tiefgarage in Köln. Ob der es überlebt hat, weiß ich auch noch nicht. Also es ist zwar alles halb so wild, aber der Schaden kann natürlich enorm sein und von daher heute mal ein völlig anderes Video und ich bin mal gespannt. Wir brechen jetzt, wie gesagt, den Urlaub ab, fahren zurück nach Köln und ich nehme euch mal mit live quasi und gucken uns mal an, was in Köln so passiert ist bei mir. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein komisches Video, fühlt sich komisch an, aber ihr seid mit dabei und auch euch betrifft es ja. Ich weiß noch nicht, ob wir in den nächsten Wochen überhaupt neue Videos machen können. Von daher auch jetzt einfach mal schnell im Handy gefilmt und mal gucken. Also wir schauen mal, ich nehme euch mit, ihr seid mit dabei und wir gucken mal, was passiert ist. Ja, Freunde, zurück in Deutschland. Ich war kurz zu Hause und stehe jetzt kurz vorm Büro. War zu Hause aber am Briefkasten und siehe da, einen Brief von der LVM, die Versicherung meines Vertrauens. Dachte ich immer, schick mir einen Brief, Schutz gegen Wetterextreme. Ha, wie lustig. Das passt ja riesig. 2014 hatte ich einen Versicherungsberater bei mir im Büro, den ich gebeten habe, mich entsprechend zu beraten. Und ja, da hat sich dann jetzt nach 7 Jahren Beitragszahlung Folgendes festgestellt. Nämlich, ich lese es euch mal vor. Sehr geehrter Herr Konze, Ihr Hab und Gut ist nicht gegen weitere Naturgefahren, wie zum Beispiel Überschwemmungen durch Starkregen, Rückstau oder Schneedruck versichert. Denn diese Schäden deckt Ihre bestehende Versicherung nicht ab. Tja, jetzt haben wir natürlich Spaß. Habe ich jetzt gerade mal angerufen und dann hat der Versicherungsberater gesagt so, ja, nee, also das haben wir hier als Nein angekreuzt in dem Beratungsgespräch. Ob das jetzt stimmt, kann ich nicht sagen, aber bei einem Souterrain-Büro hätte ich von einem guten Versicherungsberater eigentlich erwartet, dass er mir sagt, du, pass mal auf, das musst du drin haben. Ich bin auch da eigentlich davon ausgegangen, dass ich es drin habe. Jetzt ist es halt so, das heißt, der Schaden, der drin entstanden ist am Mobiliar, den werde ich selber tragen und der Versicherung werde ich definitiv kündigen. So, was für eine Scheiße. Es kommt richtig, wirklich Schlag auf Schlag, hart auf hart. Also wenn es kommt, dann richtig dicke. Ich habe echt richtig Scheißlaune und ich hoffe, es wird jetzt nicht noch schlimmer. Wir gehen mal runter ins Büro und gucken mal. Ja, das geht ja richtig gut los. Hier sind auf jeden Fall schon mal die ganzen Teppiche. Die Kollegen haben also schon mal ein bisschen was gemacht. Das ist ja schon mal toll. Jetzt gucken wir mal, wie es unten aussieht. Puh. Oh ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Ach Gott, das meiste ist schon getrocknet, aber hier ist natürlich noch, das ist alles noch klatschnass hier, Scheißdreck.
Gut, die alten Kameras, das ist jetzt nicht so tragisch, aber da sind zum Beispiel noch alte Tapes drin. Die sind dann alle im Arsch wahrscheinlich. Das haben die Kollegen hochgestellt, die Kameras auch, die Kamerataschen. Das ist auch schon mal gut. Oder sind die auch, ne, die sind trocken. Die ist ein ganz kleines bisschen nass. Scheiße, die ist ein bisschen nass geworden. Hauptsache die Kameras sind noch okay. Ja, hier steht noch die Feuchtigkeit. Aber wo kam es her? Da ist es trocken. Ach ja, also es ist schlimm, 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 schlimm. Gut, die Kollegen haben die Teppiche schon rausgehauen, das ist echt super. Das ist echt schon viel wert, aber hier ist natürlich alles noch nass. Das muss ich alles jetzt noch hier aufräumen. Ach du Scheiße, hier sieht es aus, ey. Das ist auch wahrscheinlich alles, oh, auch alles noch nass. Muss alles raus. Alles muss raus. Werbeslogan von eurem Supermarkt. Alles muss raus. Scheißdreck. Hier sieht es aus, mein lieber Mann. Völlig chaotisch. Der Lichtkoffer, natürlich auch nass. Aber jetzt ist noch die Frage, wie geht es meinem Alfa Romeo? Da gehen wir jetzt mal hin. Gucken wir mal. Oh, 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 Scheiße. Ich befürchte Schlimmes. Das ist der Zugang zur Tiefgarage. Scheiße. Hoffentlich war das Wasser nicht zu hoch. Ach du Scheiße. Hier steht überall das Wasser. Noch immer. Oh. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Scheiße, hoffentlich hat er überlebt. Sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, er ist trocken. Okay. Ja, Freunde, ich glaube. Herrlich. Es riecht nach Benzin, Leder und Alfa Romeo. Guck, ob die Karre noch anspringt. Freunde, Glück im Unglück. Immerhin dem guten alten Alpha ist nichts passiert. Kommt schön der Qualm noch raus. Und es riecht lecker. Nach Super Plus und 98 Oktan und 200 PS und V6. Dringend in die Waschanlage muss er. Hätten wir fast umsonst bekommen. Bis hier stand das Wasser. Und ich habe scheinbar Glück gehabt. Ach, Gott sei Dank. Ja, ich hatte wirklich Glück im Unglück, muss man sagen. Auch wenn der Trouble jetzt mit der Versicherung da ist und ich natürlich für Bodenbeläge und Möbel irgendwie selber aufkommen muss. Also alles, was hier so vergammelt ist oder aufgequollen ist, das muss natürlich raus. Aber wie gesagt, Glück im Unglück. Anderen Leuten geht es viel, viel schlimmer. Und ich möchte euch auch dazu aufrufen, für diese Leute zu spenden. Das werde ich auch tun. Und wir haben mal ein paar Spendenkonten ausgesucht, die wir hier einblenden und verlinken auch natürlich. Also wenn ihr spenden wollt, macht das bitte. Den Leuten geht es schlecht. Und da sollten wir alle zusammen unterstützend dabei sein. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, das noch zu erwähnen. Und ja, hier geht es natürlich weiter. Ein bisschen aufräumen, klar. Aber alles halb so wild. Aber trotzdem, ich brauche jetzt mal ein bisschen den Kopf frei. Von daher schnappe ich mir jetzt meinen Metalldetektor und gehe noch ein bisschen suchen. Vielleicht kommen noch zwei, drei coole Funde. Ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Los geht's.
ist bestimmt wieder ein Hufeisen oder sowas. Mal gucken. Warum sieht man da nichts? Was Großes. Da geht's rein. Ach du Scheiße, das ist was richtig Großes. Ach du Kacke. Uiuiui. Ich kann auf jeden Fall schon was spüren. Und ich mache jede Wette, dass es gleich wieder ein Hufeisen ist. Und was für eins? Was ist bitte das für ein Riesenhufeisen? Ja, vielleicht der von einem Einhorn oder so. Ja, der erste Fund war ein Hufeisen, was natürlich sehr schön ist, weil ein Hufeisen verbindet man mit Glück. Und das wünsche ich auch allen Opfern der Katastrophe, dass es wieder bergauf geht. Und auch bei mir ist es wieder bergauf gegangen mit dem Hufeisen. Ab da kamen dann die ersten kleinen Funde. Und wir haben noch zwei für euch rausgesucht, die auf jeden Fall nennenswert sind. 87. Das kommt gut rein. Hier auf der Seite. Ha. Ja, die muss ich mal sauber machen. Weiß noch nicht, was das für eine ist. Aber die ist auch was älter schon. Könnte auch eine Zinkmünze sein. Ja, diese Münze hier ist nicht mehr allzu gut. Vom Zustand her ist eine Zinkmünze. Sie ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Es sind 5 Reichspfennig. Den Reichsadler kann man auch noch so gerade erkennen, wenn man genau hinsieht, aber ist halt sehr abgenutzt. Von daher machen wir weiter mit dem nächsten Fund. Und der wiederum ist richtig cool. Ich habe die goldene Schicht auf diesem Fund erst gar nicht richtig erkannt, aber es war tatsächlich vergoldet. Mein lieber Mann, richtig geiler Fund jetzt noch. 72. Ja, okay, nehmen wir mit. Ui. Merkwürdig, das ist merkwürdig. Ich bin ganz knapp daneben. Oh, nice. Könnt ihr es sehen, Freunde? Ha. Kreuz. Emailliert sogar noch. Wow. Nice. Das ist ja richtig schön. Das ist ja nice. So, da ist der Tag doch gerettet. Ah, und ich bin ja wieder völlig entspannt. Ja, völlig wäre jetzt gelogen, aber sehr schön. Ja, hier haben wir jetzt ein Pilgerkreuz. Es ist tatsächlich vergoldet von beiden Seiten. Ich dachte zuerst, es wäre Emaille. Das gab es ja früher auch. Aber es ist tatsächlich vergoldet. Hier sehen wir nochmal ein schönes Bild davon. Und ja, also das hat man in der Form tatsächlich echt selten. Das Kreuz selber ist so, ja, ich würde sagen 150 bis 200 Jahre alt, ein Pilgerkreuz. Und es ist nicht irgendein Pilgerkreuz, denn die gibt es so in der Form sehr häufig. Aber vergoldet habe ich diese Kreuze noch nicht ein einziges Mal gefunden in 8 Jahren. Von daher ist es echt ein ganz besonderer Fund. Und ja, von daher nochmal ein richtig schöner Abschluss. Ich war wieder happy. Es geht wieder bergauf, liebe Freunde. Ein Dank geht wie immer an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert gerne auch den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Bis dahin macht's gut. Und nicht vergessen, die Spendenkonten, die wir hier nochmal einblenden. Also wenn ihr was Gutes tun wollt, spendet bitte für die Opfer der Katastrophe der letzten Tage. Von das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.